Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Railroads Online Video. Wir sind jetzt bei unserem Spielstand wieder und alles das, was ich mir entschieden habe, ist wieder weg. Also sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Nur hinten der Bekohlungstower steht jetzt da. Den habe ich jetzt hier auch gerade mit der Kohle aufgefüllt. Und heute werden wir mal ein bisschen aufräumen und ein bisschen umbauen. Dazu blende ich euch erstmal ganz kurz Railroads Online Extended ein. Und ich zeige euch mal übrigens den ganzen Spaß hier, wie es auf der Karte aussieht. Ich finde, das ist ganz schön geworden hier. Die Strecke hier unten habe ich weitergezogen. Und hier habe ich so eine kleine Ausweichstelle gemacht mit diesen drei Wegeweichen hier. Und habe dann hier noch einen Weg nach da oben gemacht. Was ich heute erstmal machen will. Erstens will ich hier die Kohlewagen hier mal sauber abstehen. Und hier oben stehen ja auch noch Wagen herum. Die möchte ich dann unter in das neue Depot bringen und das hier möchte ich ein bisschen zurückbauen, dass wir eigentlich nur noch zwei Gleise hier haben als Ausweiche und nicht mehr diese vier. Das braucht es nicht. Ich will das alles quasi hier unten im Hauptdepot haben. Gut, das heißt, als erstes werden wir hier unten aufräumen, also die jetzt mal richtig abstellen und dann holen wir mal den ganzen Rest und dann schauen wir weiter. So, wieder zurück ins Spiel. Die Lok ist heiß, das heißt, wir können fahren. Und ab die Post. Ich glaube, das machen wir gerade auf das Gleis hier nebenan. Ah, ist das schön, mal wieder Railroads Online spielen. Also wirklich viel habe ich mit dem neuen Update noch nicht gemacht. Bis eben das ein bisschen weiterbauen. Und gerade ein bisschen rumspielen. So, ich glaube, das müsste passen von der Distanz. So, Weiche ist umgelegt. Ja, ich bremse ein bisschen viel. So, komm. Bleib stehen. Und Retour. Geht schon. Maximum Schmackes. Und hat's geklappt. Sitzt halt leider erst recht spät wegen den Bäumen hier. Jo, das hat geklappt. Perfekt. Dann können wir die mal ein bisschen reindrücken. Tödele. Anhalten. Ach, das wäre so cool, wenn wir hier mal die Wag auch gebremst hätten. Das wird vieles erleichtern. So, Dreh. Bei dir hätte ich gerne einmal angezogen. Dankeschön. Sehr gut. Dann können wir jetzt den Rest holen. Abfahrt bitte. Und auch für das soll ich gerade schon mal die Weichen einstellen. Nee, muss ich gar nicht. Wobei. Doch. Wir holen jetzt erstmal die sortenreinen Wagen. Bevor wir dann den Rest holen, wo die Loks noch dran sind. Ah, ich habe echt das Gefühl, der jumpt hier gleich raus. So, Ja, wie lange geht das jetzt gut? Nicht sehr lange. Oh, Backen, ne, ich, ne, das Spiel. Na komm, aufgleisen.
Wenn wir das mit dem Uhrzeigersinn haben. Okay. So, der arme Tinder hier. Bist du richtig rum? Ne, du bist natürlich falsch rum. So, aber jetzt. So, kannst du mir gerade mal wieder einbremsen hier. Das Teil da rein. Geh bitte wieder retour. Komm. Ich bin doch nur ganz normal gefahren. Ein bisschen schneller, aber komm, das muss die Lok abkönnen. Oh, ein bisschen noch. Ein bisschen noch. Nice. So, Bremsen wieder lösen. Ja, ein neues. Das probieren wir dann gleich nochmal mit Vollspeed. Ich will die Lok dann schon gerne ausfahren. Ja, wobei hier Fullspeed ist ein bisschen blöd. Dass ich jetzt in die Wagen da noch reinkrache. Ja, zwei Gleise reichen hier. Wir brauchen da nicht vier. Södele, moinsen zusammen. Da wären wir wieder da. Soll es doch lassen? Na, ich weiß nicht. Ich glaube, ich will das hier abreißen. So, rauf mit dir. Ach, das wäre so irgendwie geil gewesen, wenn sich das jetzt ausgegangen wäre. Dö. Stückchen noch. Und ich glaube, da ist jeder einzelne Wagen eingebremst. Jo. Einmal alles aufdrehen hier. Praktisch. Gerade nebeneinander. Und auch hier. Und die letzten beiden. Coole Sache. Die zwei müssen wir dann ins Depot reinbringen. Soll ich die jetzt schon mal einheizen? Ja, vermutlich nicht so verkehrt, weil ich da mit beiden mal fahren muss. Okay, der ist am Heizen. Hier bitte auch. Nice. So. Einmal Achtungspfiff. Und der ganze Spaß wieder retour. Da werde ich mal gerade schnell wegen den Weichen schauen. Das machen wir mal eins neben der Kohle. Und dann müssen wir dann einmal umsetzen. Also ich hoffe echt, sie machen da ein bisschen mehr Bugfixing und Quality of Life Updates als wie neuer Inhalt. Und zum Beispiel, dass hier das Blinken da ein bisschen weggeht. Diese Grafikglitches. Und vor allem das Zittern der Wagen reduzieren, gerade im Multiplayer. Das wäre echt schön. So, wir fahren jetzt noch mit Full Schmackes. Ich glaube, das werde ich bereuen, dass ich das mache. Ach ja. Sonst wäre es ja nicht witzig. Aber vor allem mit der Ansicht schaut das halt witzig aus, wenn die halt so rumjumpen. Regler! Kann ich dich nicht... LOL! Warum kann ich dich nicht mehr so steuern?
probiere ich gleich nochmal. Aber hä? Warum ist der Regler jetzt immer zurückgesprungen? Oh. Oh. Ich mag mich erinnern, dass ich da mehr dran hatte. Warte mal, können wir das nochmal probieren mit dem Regler? Bremse. Jetzt geht's. Okay. Ich gebe mal ganz kurz einen Supersprint selber. Cheat, Force Sprint. Dankeschön. Na, jetzt schauen wir mal, was da hinten passiert ist. Wenigstens nicht alles. Naja, okay. Pavora, da sollte es weniger rasen. So, probier da. Danke. Einmal aufgleisen. Komm, hier hin. Dankeschön. Aufgleisen. Der letzte. Komm. Nimm. Den da. Hallo. Ah, jetzt. Okay. Bis wir die Kupplung einmal zurücksetzen. Einmal so. Machen wir es bei allen gleich. Und einmal hier. So, die Kupplung ist bei dir weg. Okay, liebe Lok. Einmal Fernsteuerung anmachen. Und unser Gut hier wieder einladen. Oh Mann, nur Chaos heute wieder. Keine Ahnung, ich lasse die mal auf 3%. Ja, vielleicht doch mal ein bisschen rollen. Und so wie ich mein Glück kenne, habe ich da irgendwas mit den Schienen da hinten. Oh, bitte lass es nicht so schnell sein. Geil. Nein! Rauf! Nein, hallo. Ich möchte hier oben sein. Und da sind wir wieder dran. Oder? Mal kurz bremsen. Okay, cool. Dann lock bitte retour. Aber diesmal nicht ganz so schnell. Ich kann eigentlich hier hinten bleiben. Und dann merke ich es recht schnell, wenn mir da was weggeht. Ja, komm, ein bisschen schneller darf es sein. Zu schnell. Weniger Schmackes. Mir gefällt dieser Güterbahnhof. Ich mag das Layout. Wird dann im Multiplayer wieder spaßig hier. Wenn es dann entsprechend Arbeiten gibt. So, Leistung wegnehmen. So, dann können wir den Rücken noch ein bisschen reinziehen, damit wir hier auch Platz haben für die Loks dann. So, einmal bremsen. Dann würde ich sagen, tun wir eh den Wagen einbremsen, auf dem wir stehen. Wunderbar. Und hier zur Lok. Ist jetzt weg? Ja, okay. Cool. Wir könnten eigentlich mal einen kleinen Umweg fahren. Wir könnten mal einen Teil der neuen Strecke fahren. Einfach damit wir mal was anderes gesehen haben. Und Kohletower könnte man eigentlich noch voll machen, aber ich habe momentan eh nicht das Geld für eine Kohlelokomotive.
So, jetzt mal probieren. Ja, jetzt geht's. Oh, oh. Halt, stehen bleiben. Halt, stehen bleiben. Bremse, 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 bremse. Okay, aber ich war echt nicht so fleißig. Ich will Bäume wegmachen. Das wäre gerade das nächste Desaster gewesen. abholzen. Danke. Und den Kandidat vielleicht auch gleich. Warte mal. So. Machen wir mal 10% oder 6. Na komm. Lieber ein bisschen Piano, wenn ich da nicht sauber am Arbeiten bin. Ist auch ganz schön nah hier dran. Statt dass wir jetzt hier nicht irgendwie so einen Mega-Zoom haben. Wie früher bei TD2, bevor sie es patched haben. Oh! Anhalten! Der steht hier ganz dezent ungünstig. Da hinten schaut es dann wieder sauber aus. So, lösen. Abmarsch. Aber ich glaube, ab der Ausweichstelle Richtung Hauptstrecke wieder. Ich meinte, das habe ich sauber gemacht. Knappe Sache da. Aber geht's. Und da hinten sind schon die nächsten. Gut. Bremse. So, abholzen. Nehmen wir dich auch gerade mit weg. Ist was. Ich kann eigentlich eh gerade einmal durchlaufen. Bin ich dann schneller, als wenn ich dann jedes Mal stehen bleibe. Jo, das habe ich hier komplett vergessen. So, der muss auch weg. So, das ist jetzt diese neue Weiche hier. Ich möchte gern nach rechts. Ne, das ist... Hä? Dann ganz nach links. Ja, okay. So. Ich glaube, dich werden wir auch noch entfernen. Hä? Doch nicht? Oder war das ja dem anderen Spielstand, wo ich das gemacht habe? Ah, no. Komm, weg mit dir. Okay, alles einmal hier wegmachen. Ah, da ist wieder sauber. Okay. Lok, wo bist du? Da bist du. Sehr gut. Abmarsch. Halt. Ja, die streifen wir auch. Soll ich dich auch mal abholzen hier? Ah, Lok und der Lokführer. So. Jetzt nicht mehr. Wunderbar. So, können wir ab jetzt rollen. Bitte lass mich da jetzt nicht entgleisen, das wäre voll super.
Yes. Nice. Cool. Und drüber. Einmal Weiche umlegen. Wir müssen wieder Rettour. Cool. Hört mal auf, du hast auch da einen Notch in der Mitte. Warum würdest du es wollen, dass du in der Mitte einrastest? Macht irgendwie gar keinen Sinn hier, ne? Naja, wird schon seine Gründe haben. Vorwärts. Danke. Und los geht's. Eigentlich kann man ein bisschen Leistung wegnehmen. Wir brauchen eh nicht so viel. Wunderbar. Jetzt haben wir hier. Ja, kann ich nach wie vor machen. Ah, und ich muss noch die Weichen umlegen. Das mache ich mal schnell im Extended. So, sollte jetzt passen. Ja, knapp hier. Ja, der muss weg. Und auch der. Ich würde das echt öfter machen, das ist so in der Ego-Perspektive die Loksteuer. Das ist ein ganz anderes Feeling. Ja, das schaut alles sehr frei aus. Der linke stört mich auch. Machen wir weg, machen. Nicht wieder wegspringen, ne? Sehr gut. Ah, und da sehen wir schon wieder die andere Strecke. Das ist echt gar weite Distanz. So, nehmen wir mal ein bisschen Dampf weg. Ah, kommst du drüber, ohne dass du entgleist? Yes. Das hat funktioniert. Okay. Ab hier jetzt mal rollen. Wir müssen dann eh davor anhalten, weil ich glaube, ich habe die Bar ja nach unten gemacht. Ah, Bremse. Ah, so sehe ich nichts. Hm. So aber. Sieht ein bisschen blöd aus, aber wenn es funktioniert. So, komm. Bremse. Hallo, Bremse. Bisschen too much. Ach, das passt schon. So, bei dir ist ja eh nichts dran. Wunderbar. So, machen wir das schnell so. Ui. Sind wir da nicht eingebremst? Oh mein, ganz wenig Leistung. Okay, wir sind drin. So, Bremskontrolle. Du bist nicht angebremst. Auch nicht. Auch nicht. Vielleicht nur die Loks eingebremst. Auch nicht, auch nicht. So, Nummer 2. Wie schaut's aus mit den Bremsen hier? Nein, du bist nicht angezogen. Tender hier. Nicht angezogen. Du bist angezogen. Gut, einmal lösen. Und retour geht's. Einmal voll nach hinten bitte. Bremse lösen.
Ist gelöst. Und dann gehen wir hier mal Leistung. So, wo stelle ich die Kollegen ab? Ah, ich habe schon eine Idee. Auf dem eins daneben, wo wir vorher gerade schon abgestellt haben. Komm, du kannst ein bisschen mehr ziehen. Ist ja eine starke Lok. Die packt es. Ich glaube, ich mag das so lieber, dass ich so ein bisschen rauscheate, als wie das mit dem mit den Buttons da die Sicht zu verändern. Ja. Muss man den Spiel schon lassen, sieht schon schön aus. Tschüss. Ne, ich will mitfahren. So, 28%. Nein, fuck, wir fahren falsch. Bremse. So, Richtungsänder nach vorne. So ein Cheat. Ach, Mann. Oh, da war schon mal so eine Pflaume. So. Gas geben bitte. Komm, darf das einmal drücken. Da, das Ding da, das will ich nutzen. Schaut denn eigentlich feuertechnisch aus? 19. Drum. Oh, besser. Oh, Leistung wegnehmen. Ja, machen wir eben alles auf. So, bremsen. So, der Kollege. So, dann passt es hier wieder. Ja, ich tue mal so richtig schön Flachstellen generieren. Ja. Ist mein richtigen Weg. Oh, tschüss Nero, für die Fahrt. Aber ich werde dann auf jeden Fall ein paar von den neuen Wagen kaufen, damit wir hier mal so ein bisschen unterschiedliche Wagentypen in einem Konvoi drin haben können. Wie sieht dann optisch sich ziemlich geil aus. Vor allem gemischte Güterzüge dann mit Kohle und so. Wenn wir dann die ganzen anderen Bekohlungstürme, also je nachdem, wo sie dann hinstellen, dann halt beliefern müssen. Das wird ein Fest. So, Leistung wegnehmen. Nicht, dass ihr euch da wieder verabschiedet. Ja, alles dran. So, wir haben wieder daheim. Wunderbar. Ohne Unfälle. Keiner wurde verletzt. Komm, ein bisschen mehr Schmackes.
Geht's ja gar nicht nach oben. Das ist so in der Kurve, warum du jetzt so ein bisschen am Ächzen bist. Das sieht alles richtig aus. Sehr schön. Hm, vielleicht muss ich den Yard hier doch erweitern. So viel Platz ist es gar nicht hier. Andererseits, es macht eigentlich eh auch gar keinen Sinn, dass wirklich alle Sachen hier dastehen, also wie zum Beispiel die, was wir jetzt da eigentlich haben. Wird ja Sinn machen, wenn es beim Holzfäller ist. Ja, ich weiß, Flachstelle. Da habe ich ja so schön die Abstellgleise gemacht. Man könnte sagen, hier stehen nur die beladenen Sachen. Würde irgendwie Sinn machen, oder? Andererseits, da haben wir auch noch ein paar Gleise. Ach, kannst du so oder so machen. Einbremsen. Mach mal wieder den vordersten. Wo bist du? Da. Und diesmal hier wird abgekuppelt. Ach shit, ihr seid ja nicht eingebremst. Aber bei... Weißt du was? Werden wir hier den Tender schnell einbremsen. Und dann werden wir euch schnell... Wobei... Soll ich abschleppen? Wisst ihr was? Wir könnten jetzt gerade mit dem Yoshi weiterfahren. Oh, Abmarsch! Hat zwar nur noch 6%, aber für das, was ich mit den zwei Loks hoch habe, reicht das ja eh. Ah, sieht schon cool aus. Alter, was ist denn mit diesen Lichteffekten hier los? Echt nicht schön. Quality Control lässt grüßen. So. Bremsen. Oh, mein Schild wird umgelegt. Nice. Und einmal rückwärts. Dankeschön. Oh, warte mal. Beim Yoshi... Da müssen wir Wasser reintanken. Wie ist denn das bei meiner Lok? Ja, die hat noch. Oh, komm. Maximum Schmack ist. Wie gut, dass ich da bei unserem Depot einen Wasserkran installiert habe. Können wir das gerade noch machen? Das ist ja auch falsch. Oi. Oh, was ist mit mir los? Er scheitert schon an einfachsten Dingen. Da unten wollte ich gar nicht rein. Maximum verpeilt. Holz ist eigentlich bei beiden auch okay. Müssen wir jetzt auch nicht auffüllen. So. Switch schwer umgelegt. Rückwärts. Also wenn es irgendein Effekt ist, den ich abschalten kann, dann würde ich den gerne abschalten. Mit diesem Blinken da. Nicht schön. Oh, ich habe übrigens jetzt mitgekriegt, dass der Coim, also der Entwickler, wohl nicht mehr allein am Entwickeln ist. Also es wird nichts Genaues drüber gesagt, nur
einer vom Team hat wohl geschrieben, also es war auf dem Post, was ich in Forum gelesen habe, dass er halt nicht mehr alleine ist. Komm, steckt noch. Und schauen, dass das jetzt mit dem Tender passt. So ungefähr. Okay. So, Gattern auf. Ob ich bis hier rüberziehen kann? Ja, anscheinend. Jo. Das wird nix. Wir müssen weiter nach hinten. So, jetzt müsst's aber gehen. Komm her. Komm, komm. Komm. Hallo. 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 Hallo, hallo. Hallo. Dankeschön. Ja. Knapp daneben, ne? Aber findest du es trotzdem auf? Bei 6, das geht nach unten. Nö. Kann ich vielleicht ein bisschen cheaten, indem ich dich doch mal ein bisschen höher mache. Jetzt vielleicht. Ja, es geht nach oben. Okay. Der ist erstmal beschäftigt. Nehmen wir nochmal abkuppeln. Wir fahren jetzt mit der Lok. Was zum? Alles klar. Zödeli. So, nachdem die jetzt mit dem Arsch so steht, dann würde ich sagen, fangen wir da an, dass wir es da reinmachen. Ja, ein Stückchen noch. Noch ein Stückchen noch. Moin, das war zu viel. Ah, das passt. Ich könnte mal eigentlich draußen stehen lassen. Oh, fuck, Gott sei Dank. Kann ich vorne noch rausfahren? Oh, yeah. Ja, lass mal so stehen. Wir müssen hier bei der Retür. Dankeschön. Hey, will mich mitbewegen? Na, wo ist der Anschluss? Ah, da ist er. Oh, zweit. Oh, andere Richtung. Komm schon. Drück. Oh, komm, 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 komm. Komm, bist. Ja, das reicht. So, wir schauen mal hier aus. Wasserlevel. Das ist noch am Steigen hier. Ja, dann können wir eigentlich mal die andere Lok währenddessen bereit machen. Ich glaube, das dauert hier noch ein bisschen. Abkuppeln. Komm. Ich hab gesagt, abkuppeln. Hä? Hallo? Dankeschön. Dich auch wieder runter. So, wir machen das am schlauesten. Wir fahren da jetzt hinten mal. Stimmt, ich habe da noch die eine Weiche, die muss ich hier mit einer Kurve ersetzen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Was fahren wir mal die andere Seite durch? Also das Gleis hier. Nur damit ich es auch mal gefahren bin.
So, wunderbar. Bremse. Weichen stellen. Diesmal richtig bitte bei der Höhe. Wir müssen nach vorne rechts. Und dann fahren wir da so durch. Naja, ah, das passt schon. Sagt er, fährt wieder falsch. Nachdem alles frei ist, können wir da ein bisschen random da jetzt reinfahren. Ja, wunderbar. Es sieht doch gut aus. Ich hoffe, ob man da ein Gleis dediziert für die ganzen Kabus machen soll. Wie zum Beispiel hier das Kopfgleis da. Ich muss halt jedes Mal da von da hinten so ein Teil rausziehen oder wieder reinstellen, wenn man fertig ist. So, wunderbar. Hätten wir das auch? Die Weiche bitte einmal umlegen. Nee. Extended. Dankeschön. Hast du es umgelegt? Ja. So, ab zu Yoshi. Dabei nicht reinknallen. Ist die Weiche da, aus die Weiche. So, break. Schau mal aus. Bist du jetzt endlich voll hier? Also wenn du jetzt nicht voll bist, dann keine Ahnung. Den machen wir wieder dicht. Deckel zu. Deckel zu. Hallo. Hallo. Dankeschön. Ja, der ist jetzt eh noch am Hochrechnen. Ah, das wird schon passen. So, nachdem du jetzt so stehst, kommst du jetzt irgendwie vielleicht gerade eher auf das hintere da. Oh, noch ein Stück. Komm, komm. Du schaffst es. Wunderbar. Was nehmen wir da? Nehmen wir das linke. Ne, nehmen wir das rechte. Nachdem ich gerade falsch gedrückt habe. Ja, das passt. Also, vor auf. Müssen wir nicht, aber sieht besser aus. Südle. Ich habe überhaupt keinen Druck mehr, ne? Bremsen! Sag mal, war hier die Bremse angezogen? Selbstverständlich! Oh je, yeah. So. Letzte Lok. Und dann wird gebaut. Oder besser gesagt, abgerissen. Ah ja, das passt schon. Moinsen! Einmal so, einmal retour. Los geht's. Dann haben wir jetzt endlich mal aufgeräumt. Hat das ein bisschen gedauert. Spätestens bei der nächsten Episode wird dann alles wieder rausgeholt. Okay, dich stellen wir da rein, besorgen. Eins versetzt. So, ist offen. Nein, falsche Richtung. Drehen.
Ah, bremsen, bremsen. Wie ist er noch? So, das müsste sein, oder? Ja. Dankeschön, einmal retour. Cool. Dann hätten wir aufgeräumt. Tender werden wir anziehen. Ach, das haben wir hier, unsere drei Loks. Okay, jetzt das Abrissprojekt. Also einfach um zwei Gleise verkürzen. Ah, wie ich diesen Fast Sprint liebe. Das ist der beste Cheat überhaupt. Ohne den könnte ich nicht. So, abreißen. Die ersten zwei. Das heißt, hier wieder ganz normal verbinden. Nach da. Mhm, kann man so lassen. Und ihr weg. Und da hinten muss ich dann halt den Schirmbau hier wegmachen. Das da. Abreißen bitte alles. Geht ja Gott sei Dank schnell. Hopp. Weg damit. Und da hinten des Zeugs muss auch noch weg. Einmal du und einmal du. Da fehlt eine schöne Gerade. Komm, wieder einmal snappen. Hallo. 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 Möchtest du bitte. Komm. Ja, nice. Hab's. Daran. Ja, das. Ich würde sagen, da habe ich ja eh den Schirmbau da gemacht, also dass ich es hier gefüllt habe. Habe ich das durchgezogen? Ne. Das könnte man eigentlich noch schnell machen. Ach, ich kann ja da ransnappen. Cool, weil dann sieht es hier gut aus. Wenn wir noch die richtige Höhe treffen. So, wieder snappen. Ja. Hallo. Komm, zieh. Was ist denn jetzt los mit dem Ding? Oh. Komm, hör mal auf. Wieso kommst du auf Freebuild jetzt hier? Komm, mach jetzt einfach. Ja, das sind wir, glaube ich. Auf was snappst denn du da jetzt? Hallo? Ah, das kann es doch nicht sein. So, jetzt. Sieht jetzt da irgendwie nicht so geil aus. Das kommt wieder weg. Das muss hier gut aussehen. Weil sonst ärgere ich mich die ganze Zeit da wieder drüber. So, snappen. Alles, was da mache, ist einfach händisch. Wenn du da doof machst. Hallo? Warum kann ich jetzt. Wieso geht es nicht weiter in die andere Richtung? Was soll denn das? Hä? Oder ist das Tier da wegen dem Radius jetzt einfach zu gering? Mann, Spiel! Lass mich das doch mal nach da vorne ziehen. Das kann's doch nicht sein. Kleinen Segmenten. Mann, sowas ist nervig. Würde ich noch einmal ein bisschen schönbar machen. So, komm. Free Build. Oh, das.
schon wieder Freude hier, ey. Okay, komm. Jetzt kann ich es nicht mal platzieren, ne? Konstruktionsgitter 100. Das muss jetzt nicht genau sein. Sag mal, Spiel. Du willst mir doch verarschen. Das kann es doch nicht sein, dass ich da das nicht einfach da weiterziehen kann. FU. Dann machen wir es halt händisch. So. Einfach von der anderen Seite. Oh, mit dem 10er Radius. Machen wir irgendwie so an. Ja, so passt es von der Höhe. Oder auch nicht. Auf die 0, 0,5 minus. Da geht es jetzt einfach wieder einwandfrei. Und zieh rüber. Ungefähr so. Ja, und jetzt. Ah, doch. Wollte gerade schon sagen, jetzt kann ich nur wieder nicht snappen hier. Okay. Wir müssen da höher werden. So, glaube ich, könnte es passen. Das ist jetzt nicht super schön, aber besser als gar nichts, bevor hier da das Grünzeug hier drin ist. Radius. Ah, ich werde vermutlich Off-Cam eh wieder neu machen. Komm, snappen, aber das machen wir jetzt hier noch fertig. Komm. Letzte Stücke. Komm. Dankeschön. Nee, bitte nicht ganz so eine krasse Kurve. Yes. Geht doch. Fuck. ja. Das lief jetzt nicht wie geplant. Alter, komm, nochmal. So, bis dahin. Ist jetzt okay. Ja. Okay, letztes Teilstück. Das ist Ende, das ist Ende. Komm. Snap, 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 snap. Bitte. Dankeschön. Cool. Passt. Da haben wir das auf 2 reduziert und sieht halbwegs in Ordnung aus. Die Loks sind verräumt. Ja, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Episode oder Stream werden wir dann die nächste Industrie anschließen, wenn wir was zu tun haben. Und dann heißt es wieder, ja, Güterzug fahren hier drin. Eventuell gemischt, je nachdem, was das Geld so sagt, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Episode ist jetzt eh wieder viel länger geworden als geplant. Und wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann werdet doch Mitglied vom Lion Squad. Da kommt ihr die ganzen Videos auf YouTube weitaus früher als wie auf der Regel. Ja, Bravura. Jetzt kann ich nicht mehr reden. Was ist mit mir los? Jedenfalls, ich setze da die Videos vor der Veröffentlichung. Heute habe ich es. Also, bis dann. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.